Ich nehme die Gelegenheit heute und unser heutiges Thema hat mit Nasenboden zu tun. Was brauchen wir anders, wenn es regnet oder wenn der Boden so wie der Anfang der Saison nass ist? Bleiben Sie dabei, unser heutiges Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Ich bin gut angekommen, obwohl ich die Sonne bestellt ist, Schnee gelandet. Heute den ganzen Tag geregnet. Unglaublich, so ist das Wetter. Wir werden auch mit diesem Wetter anfangen. Also wir fangen diese Golfsaison nicht mit den besten Voraussetzungen, aber mit einem guten Plan, wir werden es schaffen. Ich nehme die Gelegenheit heute und ich werde beschäftigt in mein heutiges Video mit Nasenboden. Was brauchen wir anders, wenn es regnet oder wenn der Boden nass ist? Anfang des Golfsaison, der Boden ist immer ein bisschen nass. Grundsätzlich, man muss die Situation anpassen. So, was brauchen wir anders, wenn der Boden nass ist? Wir brauchen einen flachen Schwung. Der Grund, wenn wir zu steil schwingen und wir treffen Ballboden zu steil, besteht das Gefahr, dass wir kommen zu sehr unter den Boden. Auch Ballboden, wir drücken den Ball zum Boden, aber der Boden ist nicht fest. Dadurch, wegen dem Nassboden, der Ball kommt nicht so weit und wir haben Probleme im Treffmoment. Was brauchen wir anders? Wir müssen flache schwingen und ich werde euch heute zeigen, einen Tipp, mit wem ihr diese Situation anpassen. Wenn ich mehr aufrecht stehe, dann komme ich steiler an den Ball. Das wollen wir nicht mit einem Nasenboden. Was mache ich? Ich komme ein bisschen tiefer mit meinem Knie und so bin ich in der Lage, flache zu schwingen. So, um flache zu schwingen, wir brauchen einen Schwung, wo ist mehr rund. Meine dicke Jacke hilft mir heute, denn ich bin mehr kompakt mit meinen Händen. Ist ein Gefühl, als ich Baseball spiele. Also wenn wir den Schläger so hoch bringen und wir schwingen, genau das ist das Gefühl. Also wir müssen den Ball in der Mitte, ich bringe die Bälle ein bisschen weiter vorne, dichter zu meiner linken Seite. Aber für den durchschnittlichen Golfer, für unsere Zuschauer heute, wenn der Ball in der Mitte ist, ist okay und wir schwingen mehr rund. Wir gehen ein bisschen runter zu den Füßen und so schwingen wir wie ein Baseball. Ich habe den Pitching Wedge in Hand, also normalerweise mein Schwung soll von oben nach unten, aber wegen der Nasenbohren heute, ich werde ein bisschen tiefer zu meinem Knie und ich habe das Gefühl, dass ich spiele Baseball. Ich bringe den Ball auch in die Mitte und los geht's. Ich werde ein paar Bälle schlagen. Kontakt. Also nochmal, ich gehe tiefer zum Knie und ich habe das Gefühl, dass ich spiele Baseball. Ball in der Mitte und flache an den Ball kommen. Das war's, meine Damen und Herren. Wenn der Boden nass ist, grundsätzlich, wir müssen die Situation anpassen. Wir brauchen flache Schwung. Wir brauchen einen Schwung, wo ist wie Baseball. Unserer heutigen Gelegenheit, wir haben den Masters diese Woche. Also vergessen wir nicht, heute Donnerstag fängt der Masters. Tiger ist auch dabei. Also viel Spaß beim Anschauen und viel Erfolg an alle unsere
Profi-Stars. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viel Spaß!